Ja, hervorragend. Dann begrüße ich Sie nochmal zum Master Day der Hochschule Reutlingen. Hier wird vorgestellt das Masterprogramm Digital Business Engineering. Vielleicht mal ganz am Anfang gleich mal ein paar Key Facts dazu, weil sich doch dieses Programm von anderen Programmen in der einen oder anderen Richtung durchaus sehr deutlich unterscheidet und einen wichtigen Nutzen für Sie darstellen könnte. Zum Ersten sei gesagt, dass dieses Programm Digital Business Engineering ein IT-Masterstudium ist. Wir behandeln ein hochaktuelles und innovativen Kernbereich der Wirtschaftsinformatik, in dem wir den Schwerpunkt vor allen Dingen auf Software und IT legen. Die Besonderheit in diesem Programm ist, dass das Programm am Lehr- und Forschungszentrum der Fakultät Informatik durchgeführt wird. Dieses Lehr- und Forschungszentrum heißt Hermann-Hollerith-Zentrum und befindet sich in Böblingen. Wir sind aber ein Außenstandort der Fakultät Informatik aus Reutlingen. Dieses Lehr- und Forschungszentrum weist neben diesem Schwerpunkt Digital Business auch viele Labore und Räumlichkeiten auf, die insbesondere für diesen Forschungsbereich Digital Business gemacht worden sind und etabliert worden sind. Und diese nennen wir die Living Labs. Und die Living Labs zeige ich Ihnen nachher noch mal ein paar Bilder, damit Sie so einen kleinen Eindruck bekommen, um was es da eigentlich geht. Eine weitere wichtige Besonderheit, die für den einen oder anderen hier entscheidend sind, könnte sein, dass das Studienprogramm auch berufsbegleitend möglich ist. Und das erreichen wir durch die durchgehende Blockveranstaltungsweise unserer Vorlesung. Das heißt, es gibt keine wöchentlichen Veranstaltungen, sondern die Module werden als Ganztagesveranstaltungen dann en bloc entsprechend doziert. Und dadurch ist es möglich, auch berufsbegleitend in 3 Semestern zu einem Masterabschluss zu kommen. Ja, ich hatte schon erwähnt, dieses Forschungszentrum ist so ein bisschen was Besonderes. Und hier sei mal noch ein bisschen Werbung in eigener Sache dafür gemacht. Am kommenden Dienstag, am 24.11. um 18 Uhr gibt es noch mal eine zweite Zoom-Session. Und die Besonderheit hier ist, dass wir direkt aus dem Forschungszentrum heraus streamen. Das heißt, Sie werden die Räumlichkeiten sehen, Sie werden mit Studierenden sprechen können, Professoren sind da und wir übertragen dann das Programm, die Vorstellung verschiedener Studiengänge, die wir haben, dann direkt live aus dem Forschungszentrum für Sie. Und mein Kollege, der Yusuf, wird also noch in den Chat einen Link posten. Den können Sie sich einfach kopieren und halten Sie einfach mal so das Datum 24. noch ein bisschen im Hinterkopf. Wenn Sie also sehen wollen, wie es direkt dort aussieht, wie die Vorlesungsräume aussehen, wie die Labore aussehen, was man da machen kann, dann sind Sie herzlich eingeladen, uns nochmal in einer weiteren Zoom-Session am 24.11. um 18 Uhr zu besuchen. Gut. Wir sollten mal ganz kurz über die Agenda sprechen. Also was erwartet Sie jetzt in der nächsten Stunde? Beziehungsweise ich mache das natürlich ein bisschen kompakter, weil ich auch den Studierenden noch ein bisschen Raum einräumen möchte, ein bisschen aus ihrer ersten Handerfahrung zu erzählen. Ich werde ganz kurz noch mal schnell das Lehr- und Forschungszentrum vorstellen. Das wird sehr kurz sein, weil wir haben ja am 24. dann noch mal eine separate Session. Aber der Hauptteil wird sich heute damit beschäftigen, erstmal den Rahmen zu umreißen für das Studienprogramm Digital Business Engineering. Und ich hoffe, dass Sie dann halt Interesse oder Ihr Interesse zu wecken. Und dann werde ich Ihnen noch ein bisschen Einblick geben, wie wir es eigentlich unseren Studierenden ermöglichen, erfolgreich durch dieses Studium durchzukommen. Da haben wir eine ganze Reihe von Instrumenten, von Ideen zusammen mit Studierenden, von Studierenden für Studierende erarbeitet, sodass also sie auch hohe Garantien für einen Studienerfolg haben. Und Sie sehen schon, so der letzte Punkt da, kommen auch unsere Studierenden zu Wort. Und wir haben das also so ein bisschen ausgewogen. Es geht nicht nur darum, dass ich als Studiendekan mal ein bisschen was erzähle, sondern gleichgewichtig dazu sollen auch unsere Studierenden mal einen Einblick in ihren Studienalltag geben können. Okay, ja. Wenn Sie Fragen haben, ne, dann können Sie natürlich jederzeit eine Frage stellen. Einfach die elektronische Hand heben, damit ich das sehe und dann kann ich zu Ihnen übermoderieren. Auf der anderen Seite können Sie auch zu jedem Zeitpunkt den Chat hier nutzen. Unsere Studierenden schauen da auch auf den Chat drauf und helfen Ihnen, Ihre unmittelbaren Fragen zu beantworten. Freie Fragerunde haben wir natürlich auch am Ende, wo ich dann auch nochmal explizit auf Sie zurückfrage, ob Sie noch weitere Fragen haben oder Dinge, für die Sie sich interessieren, die jetzt in der Präsentation vielleicht zu kurz gekommen sind. Gut, dann steigen wir mal ein.
Das Hermann Hollerith Lehr- und Forschungszentrum der Fakultät Informatik aus Reutlingen befindet sich in Böblingen, nicht in Reutlingen. Und in Böblingen sitzen wir hier oben in diesem wunderschönen Gebäude. Das ist ein sehr großes Gebäude, sehr hohe Räume, sehr große Fenster, sehr hell und neu. Und dort sind die Unterrichtsräume, die Labore und die Büros untergebracht. Und wie sieht das zum Beispiel aus? Das sehen Sie hier unten auf dem Foto, ne? Das sehen Sie unseren Professor Hertwig, der im Bereich Digital Service Ökosysteme lehrt und forscht und durchaus sehen bei uns Gruppenarbeiten und Studienarbeiten so aus wie hier dargestellt, also wo ein Prof in kleiner Runde auch zu sehr speziellen Themen hier entsprechend eine Veranstaltung gibt. Ja, und das ermöglicht es halt, dass es ein sehr gutes Professor-zu-Studenten-Verhältnis bei uns gibt. Ja, womit beschäftigen wir uns? Wir beschäftigen uns eigentlich mit der Forschung und der Praxis der digitalen Transformation. Ja, und darunter verstehen wir letzten Endes, dass wir die Fragestellungen aus der Geschäftswelt und der Informatik miteinander verbinden. Und das ist vor allen Dingen dadurch motiviert, dass sich über die Zeit hinweg die Produktionsmittel geändert haben. Hier ist es mal so dargestellt, ganz links sehen Sie so eine Dampfmaschine. Ja, die hat bestimmte Arten von Produkten ermöglicht. Die Einführung der Elektrizität hat wieder eine neue Klasse von Produkten ermöglicht und eine neue Art und Weise, Geschäftsmodelle aufzuziehen und Business zu betreiben. Und seit den 80ern kommen ja so die Computer in die oder halten die Computer in die Geschäftswelt Einzug. Und bisher galten die eigentlich mehr oder weniger nur zur Unterstützung der klassischen Prozesse. Und in der digitalen Transformation, da stellen wir fest, dass die Wertschöpfung von Produkten hauptsächlich durch die digitalen Services erbracht werden, die im Hintergrund laufen oder die mit diesen physischen Produkten verknüpft sind. Und das ermöglicht völlig neuartige Produkte, die ohne IT gar nicht vorstellbar wären. Und das ist genau der Forschungsbereich aus dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik, wo wir unseren Schwerpunkt sehen. Und insbesondere in dem Studienprogramm hier, was ich Ihnen vorstelle, wird der Schwerpunkt dieses Digital Business, also der Wertschöpfung durch digitale Services, auf der Informatik liegen. Gut, das sieht dann so aus beispielsweise, ne? Also wenn Sie jetzt so quasi das Bild im Kopf haben, oh mein Gott, Informatik, ne? Da sitzen dann alle vor ihren Computern, das ist eigentlich eher selten der Fall, sondern in der Präsenzlehre sehen bei uns noch in Vor-Corona-Zeiten sehen die Studienprogramme so aus, das heißt also Leute, die sehr gut miteinander interagieren, um sich über diese abstrakten Dinge wie Software-Services überhaupt Gedanken machen zu können. Gleichzeitig sehen Sie aber auch auf den Bildern, wenn Sie das mal genauer anschauen, ja, alle unsere Studierenden sind auch mit entsprechenden Informationsgeräten, also hier Laptops beispielsweise, sofort in Interaktion. Das heißt also, dieses Studienprogramm lebt davon, dass man auf der einen Seite unmittelbar sich miteinander austauscht, dafür auch analoge Medien nutzt, aber auch gleichzeitig natürlich ganz stark digitale Tools verwendet. Und das hat uns auch in die Lage versetzt, auch in diesen Corona-Zeiten, unser Studienprogramm sehr gut fortzusetzen und für unsere Studierenden nicht nur den bestehenden Service anzubieten, sondern auch völlig neuartige Studierinstrumente hier zu erzeugen. Ja, auf der anderen Seite sehen natürlich Studienprogramme zum Teil oder Veranstaltungen zum Teil auch so aus. Das lässt sich aktuell nicht anders darstellen. Hier sehen Sie, wenn Sie ganz genau hinschauen, sehen Sie da so dieses kleine Gesicht. Ne? Das bin ich, der da gerade hier in einem Projekttag ist es, glaube ich, einer Projekttagveranstaltung, wo die verschiedenen Projekte der Studierenden vorgestellt werden und diskutiert werden, hier die Session moderiert. Also auch das eine Art und Weise, wie wir halt aktuell auch Vorlesungen geben. Und ich denke mal, ein solches Programm wie Digital Business Engineering ist prädestiniert dafür, sehr schnell auf diese Art von Format zu wechseln. Ja, das machen wir nicht alleine, sondern wir haben ein großes Partnernetzwerk, sowohl in der Forschung wie auch in der Industrie. Sollten Sie zum Beispiel auch das Interesse haben, über uns Kontakt aufzunehmen mit Unternehmen, die Stellen in dem Bereich Digital Business, Digital Transformation anbieten, dann sind Sie bei uns komplett richtig. Das heißt also, nicht nur bei uns studieren die Leute und gehen dann wieder weg, sondern wir wollen natürlich auch das Netzwerk bilden und haben das Netzwerk auch, unsere Studierende in Unternehmen hinein zu vermitteln. Suchen Sie also gerade Jobs, Beschäftigungen, Werkstudententätigkeit, dann ist das eine tolle Sache, eine Aktivität, die Sie während des Studiums bei uns sicherlich erfolgreich durchführen können.
Ja, dann steigen wir mal in das ganze Studienprogramm ein. Also, jetzt geht es mal wirklich um den Rahmen. Was ist denn eigentlich dieses Masterprogramm Digital Business Engineering? Und ich habe es ja schon gesagt, das ist also ein Programm mit dem Fokus auf IT, also auf Informatik. Und da gebe ich Ihnen mal so ein bisschen so den Einblick. Programme kann man auf eine sehr vielfältige Art und Weise beschreiben. Und was wir machen, ist zum Beispiel, dass wir Methoden aus einem Pflichtmodul, nämlich Entrepreneurship, sind also Methoden also Startup-Methoden im Bereich Softwareindustrie, dass wir diese hernehmen und gleich wieder auf unser eigenes Studienprogramm anwenden. Und eine dieser Methoden und Instrumente ist das sogenannte Vision Board. Dann mit dem Vision Board, das sehen Sie hier, sehen Sie auf unseren Webseiten, das kommunizieren wir eigentlich immer sehr stark, lässt sich unser Studienprogramm sehr kompakt darstellen. Also Sie können sehr schnell hier navigieren, ob dieses Programm spannende Teile für Sie bereithält. Und um das jetzt mal vorzustellen, nehmen wir uns jetzt einzelne Punkte aus dieser Tabelle heraus und ich erzähle Ihnen mal noch ein paar Details dazu. Ja. Unser Programm selber besticht letzten Endes dadurch, dass wir sagen, wir haben im Zentrum die Vermittlung der IT-basierten Methoden und das technische und strategische Know-how für die umfassende Digitalisierung von Unternehmen. Und das ist ein interdisziplinärer Ansatz. Und genau so sind unsere Studierenden auch aufgestellt. Studierende bei uns im Programm haben verschiedene Hintergründe. Sie kommen aus der Wirtschaftsinformatik, sie kommen aus der Informatik, sie kommen aus den Betriebswirtschaften, sie kommen aus anderen Ingenieursdisziplinen, wie zum Beispiel Elektrotechnik, sie kommen aber auch aus dem technischen Projektmanagement. Also wir haben ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Hintergründen und ich denke, das macht es auch so ein bisschen den Reiz aus, dass hier unterschiedliche Gruppen miteinander in dem Studienprogramm interagieren. Dabei vermitteln wir die ingenieurswissenschaftlichen Methoden. Das heißt also, die Art und Weise, wie man Systeme baut, wie man sie designt, wie man systematisch vorgeht, solche Systeme zu planen und zu implementieren, um eine IT-basierte Wertschöpfung in digitalen Geschäftsmodellen zu erreichen. Das heißt, wir bauen letzten Endes das Produktionsmittel für die digitalen Geschäftsmodelle. Und das heißt, dass also quasi Computer- und informationsverarbeitende Prozesse hier die primären Produktionsmittel sind in allerlei geschäftsrelevanten Strategien, dass also die physischen Produkte in den Hintergrund treten und wertschöpfende Prozesse dadurch entstehen, dass halt der digitale Service mit diesen physischen Produkten verknüpft ist. Ja, das ist also quasi unser Selbstverständnis. Und dieses Selbstverständnis, dafür akquirieren wir Studierende, dafür akquirieren wir Sie als Zielgruppe. Wir suchen also innovationsorientierte Studierende, die ihr technisches Know-how, insbesondere im Bereich von Software und Data Products, Service Engineering, IoT, KI/AI, also künstliche Intelligenz, vertiefen wollen, ne? Die daran mitarbeiten wollen, neue IT-basierte wettbewerbsfähige Geschäftsideen zu verwirklichen, die ihre eigene Karriere damit voranbringen wollen, sowie die Digitalisierung und digitale Unternehmen maßgeblich mitgestalten wollen. Wenn Sie also da sich selber zu dieser Zielgruppe zählen, dann sind wir natürlich hier ein interessantes Feld, wo Sie mit uns zusammen hier studieren und wo wir Sie in diesem Bereich fördern wollen. Ja, und das bieten wir Ihnen an. Ne? Das Studienprogramm Digital Business Engineering liefert hier genau die Ausbildung für digitale Unternehmen, die im Umfeld von schnell veränderlichen Technologien neuartige, wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle erschaffen müssen. Und Sie sind dabei jemand, der ein Experte ist, der dann hier mit einem Master of Science Digital Business Engineering abschließt und eine wissenschaftliche wie auch eine ingenieurswissenschaftliche Ausbildung hat, um genau daran mitzuwirken. Und insbesondere der Standort Böblingen wird jetzt auch klar, denn in der Umgebung Böblingen, glaube ich, brauche ich Ihnen nicht viel erzählen. Stuttgart-Böblingen ist ein großer Industrieraum, in dem sehr viele IT-Unternehmen angesiedelt sind. Wir sind also in einem Bereich unterwegs, das auch hervorragende Arbeitsmöglichkeiten nach dem Studium bereitstellt. Ja, das Ziel eines solchen Gestalters, eines solchen Ingenieurs im Digital Business erreichen Sie innerhalb von 3 Semestern mit einem Abschluss Master of Science. Um daran teilzunehmen, brauchen Sie zur Einstiegsschwelle einen Bachelor mit 210 ECTS.
Wenn Sie einen Bachelor mit 180 ECTS haben, dann müssen Sie zusätzlich noch als Teil des Studienprogramms eine Angleichungsleistung im Umfang von 30 ECTS machen. Das ganze Studienprogramm ist blockorientiert. Ja, das heißt also, unsere Vorlesungen finden nicht wöchentlich statt, sondern tageweise. Und das ermöglicht es, dass Sie neben einer Berufstätigkeit dieses Studium ausführen können. Wenn Sie mal ganz kurz reinschauen in diese Modulstruktur, ich will da gar nicht so tief reingehen, sondern nur mal ein paar Punkte rausnehmen. Dann nehmen wir uns mal einen kleinen Punkt raus, ne? Zum Beispiel hier das Modul Artificial Intelligence. Bei uns ist das quasi ein Pflichtmodul. Das heißt also, unser Programm besticht auch dadurch, dass wir ganz neue Entwicklungen als Pflicht, also wirklich als festen Bestandteil des Programms aufnehmen und damit auch zusichern, dass wir in Zukunft diesen wichtigen Bereich des Digital Business weiter ausbauen und ausbilden möchten. Außerdem gibt dieses Programm noch eine ganze Reihe von freien, flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten für Sie her. Hier zum Beispiel ganz rechts sehen Sie dieses Projekt 1, Projekt 2. Hier arbeiten unsere Studierenden in Gruppen zusammen an Fragestellungen, die entweder aus der Forschung kommen, die also von Professoren kommen, die von Unternehmen kommen und damit einen ganz klaren Praxisbezug haben oder, und das ermöglichen wir auch, dass Studierende ihre eigenen Projektideen aus ihrem eigenen Unternehmenskontext hineinbringen und zusammen mit anderen Studierenden daran sehr aktiv arbeiten. Und das ermöglicht diese Verzahnung von berufsbegleitenden oder von unternehmerischen Aktivitäten und ihrem Studium. Und natürlich ganz klar, die Masterthese ist auch wiederum so ein Modul, wo viele Studierende bei uns mit ihren Fragestellungen aus dem Unternehmen an Professoren herantreten, um die Fragestellungen wissenschaftlich zu untersuchen. Darüber hinaus haben Sie in dem Studienprogramm noch die Möglichkeit, sich weiter zu vertiefen. Es gibt Wahlfächer und hier sind wir in einer ganz besonderen Situation, die es ermöglicht, hier sehr, sehr unterschiedliche Richtungen zu unterstützen. Zum einen gibt es die Wahlfächer am Hermann-Hollerith-Zentrum in Böblingen selber. Und diese Wahlfächer werden durchgehend als Blockveranstaltung angeboten. Sie fühlen sich also quasi genauso an wie die Pflichtmodule. Und hier werden Wahlfächer angeboten, wie zum Beispiel IoT, Internet of Things, Innovative Methods of Service Engineering oder noch als Vertiefung des AI-Moduls, das Data Product Engineering, wo Sie dann eine Ausbildung erhalten, wie Sie solche maschinenlernbaren Software-Systeme entwickeln, deployen, betreiben und erklären können. Da wir mit der Uni Stuttgart zusammenarbeiten, ist es auch möglich, dass Sie als Teil der Informatikveranstaltungen dort einige Veranstaltungen besuchen können, dort an der Informatikfakultät, beziehungsweise auch aktuell finden die auch online statt, auch den Online-Veranstaltungen beiwohnen können. Und hier unterstützen wir so Fächer wie beispielsweise, die dann noch tiefer in die Informatik reingehen, wie Algorithmics, Loose Coupling, Data Management and Analysis. Bei Data Management und Analysis geht es dann wirklich um auch die Datenbanktheorie dahinter. Und da wir ja ein Studienprogramm der Hochschule Reutlingen sind, können wir ja auch ebenfalls so weit gehen, dass wir die Wahlfächer, die im Wirtschaftsinformatik-Masterstudienprogramm in Reutlingen angeboten werden, dass wir diese auch hier mit aufnehmen können und für unsere Studierenden zugänglich machen. Das bedeutet also, wenn dieses Wahlfachangebot für Sie auch noch nicht ausreicht und Sie in Reutlingen ein spannendes Wahlfach finden, dann können Sie auch gerne auf mich zukommen und wir organisieren das dann, dass Sie dieses Wahlfach in Reutlingen dann auch als Teil unseres Wahlfachkatalogs aufgenommen bekommen. Okay, ja, ich hatte erwähnt, dass dieses Hermann-Hollerith-Zentrum auch dadurch besticht, dass wir eine Reihe von Laboren haben, in denen Ausbildung stattfindet, in denen unsere Studierenden arbeiten. Und hier sehen Sie mal so einen kleinen Foto. Kreis der Aufnahmen aus den verschiedenen Laboren. Und den Professor Hertwig, den haben Sie schon am Anfang gesehen, der steht hier in dem Labor für digitale Transformation. Mich sehen Sie oftmals im Zusammenhang mit IoT, mit Internet of Things. Und da haben wir hier ein Living Lab aufgebaut, das heißt also quasi ein realitätsnahes Labor, in dem wir Forschung betreiben. Und Sie sehen, das sieht also quasi aus wie ein
eine Einzelhandelsfiliale eines großen Lebensmittelunternehmens. Und genau das machen wir da auch. Wir betreiben also Forschung, wie digitale Technologien auch in Zukunft Einkaufen verändern. Und das heißt nicht nur online einkaufen, sondern auch der reguläre stationäre Einzelhandel wird dadurch massiv sich verändern. Und die Art und Weise, das erforschen wir in dieser Art von Laboren. Das Gleiche erleben Sie aber auch in Ihrer Alltagswelt, zu Hause beispielsweise, aller Smart-Home-Technologien. Auch das erforschen wir, deswegen sehen Sie das hier unten zum Beispiel, wie unser Smart-Home-Lab ausschaut. Das sieht erstmal ganz normal aus mit Couch, Teppich, Wohnzimmertisch, Fernseher und so weiter. Sieht erstmal zu Hause genauso aus wie zu Hause auch. Allerdings ist dieses Labor dann vollgestopft mit Technologie, wo wir für Unternehmen beispielsweise User Studies durchführen, wo wir Fragestellungen klären, wie Technologien, die gerade erst am Entstehen sind, denn das Umfeld unseres Zusammenlebens zu Hause verändern werden. Ja, das neueste Labor in dieser Gruppe ist dann das KI-Labor, das Labor für künstliche Intelligenz. Und die Besonderheit hierbei, dass es momentan noch ein Computermodell dieses Labors ist, dass dieses Labor zusammen mit Studierenden designt und konzeptioniert wurde. Also diese 3D-Grafik hier, die wurde von Studierenden konzeptioniert. Mittlerweile ist das Labor übrigens auch eingerichtet. Also all diese Möbel, die hier stehen, die ich hier kurz anzeichne, die sind mittlerweile auch vorhanden. Und dabei hat natürlich das Studierendenteam hier einen maßgeblichen Anteil gehabt, zu sagen, was für Möbel sind es, was für Technologien wollen wir da einbringen, welche Use Cases können wir damit realisieren, und hat dann auch dieses Labor aufgebaut. Und wenn Sie am kommenden Dienstag uns um 18 Uhr in der Session besuchen, dann werden wir auch aus dem KI-Labor unter anderem streamen und dann können Sie so einen kleinen Einblick in den aktuellen Aufbau dieses Labors sehen. Im KI-Labor erforschen wir vor allen Dingen, wie sieht denn eigentlich der Homeoffice-Arbeitsplatz oder der Studienplatz in der Zukunft aus? Die ganze Technologie, die ich hier vorschlage, die wird von, oder die ich aufzeige, die wird von Studierenden auch zum großen Teil entwickelt. Und in unseren Vorlesungsräumen haben die Studierenden auch verschiedene Sensortechnologie eingebracht. Die läuft da 24/7. Das heißt, unser Gebäude, was wir da haben, das ist ausgestattet mit unterschiedlichen Sensoren an unterschiedlichen Stellen. Und Studierende haben dieses System gebaut, was über den gesamten Tag hinweg, jeden Tag die Woche, dann entsprechende Daten sammelt und eine Plattform bietet, damit dann der nächste Jahrgang der Studierenden auch darauf digitale Services implementieren kann. Und so werden regelmäßig in verschiedenen Hackathon-Projekten als Teil von Vorlesungen hier Services implementiert auf dieser Plattform, die das Lernen und Lehren am HHZ verbessern sollen. Und somit entwickeln quasi Studierende für sich selber Services, die hier das Lernen und Lehren für sie verbessern sollen. Ja, das Ganze sieht dann quasi so aus. Das ist noch ein Foto aus der Vor-Corona-Zeit. Solche Veranstaltungen oder Laborveranstaltungen führen wir auch in der Zeit in Präsenz durch. Wir sind mittlerweile in der Lage, dass wir die Räume so ausgestattet haben, dass wir unter Corona-Bedingungen ebenfalls Präsenzveranstaltungen anbieten können. Parallel dazu können wir diese Präsenzveranstaltungen auch streamen und wir machen natürlich Online-Veranstaltungen. Also letzten Endes das komplette Spektrum an Veranstaltungsformaten wird unterstützt. Teilweise läuft es immer so, dass Vorlesungen halt ein Teil der Vorlesungen, vor allen Dingen die Theorievermittlung, dann online stattfindet. Das wird auch immer alles aufgezeichnet, damit man das also im Nachgang als Studierender nochmal vertiefen kann. Und die Dinge, die dann wirklich hands-on und praktisch sind, die finden dann tatsächlich als Labor vor Ort statt unter Einhaltung der entsprechenden Corona-Regeln der Hochschule. Und so sieht es dann hier quasi aus, dass Studierende hier in kleinen Gruppen zusammenarbeiten und genau solche Services wie zur Verbesserung der Lern- und Lehrsituation vorhin gezeigt dann implementieren. Gut, jetzt denken Sie, super Studium, beziehungsweise tolles Studienprogramm, super Rahmenbedingungen, aber wie kann ich jetzt erfolgreich sein in diesem Studienprogramm? Und hier möchte ich mal noch ein paar Methoden zeigen oder ein paar Instrumente zeigen, die insbesondere aus der Corona-Zeit im Sommersemester stammen, wo wir also gesagt haben, wir nutzen jetzt diese Situation, wo alles digital ist, um in einem Studienprogramm, was das auch im Namen trägt, hier neue Instrumente zu implementieren, damit unsere Studierenden auch in dieser Situation erfolgreich sind. Und da möchte ich mal ein paar Sachen noch kurz vorstellen.
Und zwar für alle unsere Erstsemester, ne, egal von welchem Hintergrund sie kommen, bezahlen wir einen Udemy-Kurs. So, Udemy ist also so eine Organisation, die so Online-Kurse in verschiedenen Bereichen anbietet. Und wir bezahlen Ihnen den Kurs im Themengebiet Data Science und Python. Wir wissen, dass unsere Studierenden unterschiedliche Hintergründe haben, also aus unterschiedlichen Bachelor-Programmen kommen. Aber sie müssen sich darüber bewusst sein, dass also Digitalisierung bedeutet, dass zukünftige Produkte softwareintensiv sind. Das heißt, egal was sie in diesem Bereich in Zukunft machen, sie werden sehr intensiv mit Software auf die ein oder andere Art arbeiten müssen. Und 2011 hat es zum Beispiel Marc Andreessen mit dem Spruch ausgedrückt, ne, in short, Software is eating the world. Ne? Also das müssen sie akzeptieren, damit müssen sie umgehen können. Und um ihnen das zu ermöglichen und da erfolgreich zu sein, bezahlen wir ihnen einen entsprechenden Kurs, den sie gleich machen können. Sie müssen ihn nicht machen, das ist vollständig freiwillig. Wir bezahlen das und dann ist der Kurs ihrer. Und dieser Kurs bereitet sie aber auch auf die Module vor. Es dient also nicht nur dazu, ihr Wissen aus dem Bachelorstudiengang vielleicht nochmal aufzufrischen und zu ergänzen, sondern die Inhalte dieses Kurses sind dann auch in höheren Modulen auch tatsächlich Voraussetzungen beziehungsweise gute technische Handwerksfähigkeiten, die sie brauchen, um erfolgreich durch diese Module durchzukommen. Was Sie in dem Kurs machen, ist die Programmiersprache Python lernen. Und diese Programmiersprache, die kommt zum Beispiel zum Einsatz in unseren Modulen Distributed Systems, in dem Modul Artificial Intelligence sowie in dem Modul IoT, also Internet of Things. Und in diesem Kurs werden Sie also erst Machine Learning Beispiele lernen, einschließlich Deep Learning. Und da wir den Kurs für Sie bezahlen, gehört er Ihnen auch. Das heißt also, wenn Sie erfolgreich diesen Kurs absolvieren in Ihrer Geschwindigkeit, dann erhalten Sie auch eine persönliche Bescheinigung von Udemy, die Sie beispielsweise auf Ihr Berufsprofil in LinkedIn integrieren können. Und damit zeigen Sie potenziellen Arbeitgebern, dass Sie genau das, was Marc Andreessen da 2011 ausgedrückt hat, dass Sie das verinnerlicht haben, dass Sie mit softwareintensiven Anwendungen umgehen können. Das vergangene Sommersemester hat uns auch die Gelegenheit gegeben, dass wir in dieser Situation neuartige Instrumente ausprobieren konnten, um das Lernen zu verbessern. Und hier haben wir eine ganze Reihe von Videos und Software-Tutorials, insbesondere für das Modul Distributed Systems, kreiert. Und in diesen Video- und Software-Tutorials, die stehen öffentlich zur Verfügung, werden die wichtigsten Grundlagen für dieses Modul wiederholt. Eine sehr entscheidende Besonderheit der Tutorials ist, dass diese Tutorials von Studierenden des Studiengangs erstellt wurden. Das heißt, es sind keine allgemeinen Tutorials, die über das Fachgebiet gehen, sondern Studierende greifen genau die Themen der Vorlesung auf und erzählen darüber in den Tutorials, was wichtig ist. Und das heißt also, hier bekommen Sie von den Leuten, die erfolgreich dieses Modul bestanden haben, bekommen Sie die Informationen, ja, wie Sie auch erfolgreich dieses Modul bestehen. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wertvolles Instrument, um in diesem Studium hier erfolgreich zu sein. Das Studium selber rühmt sich ja auch, berufsbegleitend studierend zu sein. Und das untersuchen wir auch. Das heißt, das Programm ist nicht nur einfach darauf ausgerichtet, einfach zu sagen, wir sind so, sondern wir können das auch beweisen. Und hier sind mal die Ergebnisse vom letzten Wintersemester einer kleinen Umfrage, wo wir gefragt haben, in welchem Beschäftigungsverhältnis denn eigentlich unsere Studierenden stehen. Und Sie sehen sehr deutlich, ne, dass also über ein Drittel unserer Studierenden in einer Festanstellung studieren mit einem 100%-Vertrag. Das heißt also, wo die Studierenden vom Unternehmen beispielsweise auch unterstützt werden, wie auch in der Art und Weise, wie das Studium organisiert ist, es ihnen möglich macht, hier erfolgreich teilzunehmen. Ein anderer großer Teil, ähnlich groß, sind die Werkstudenten. Und das ist natürlich ein sehr häufiges Beschäftigungsverhältnis, was wir sehen. Und auch hier sehen Sie, dass also quasi sehr viele unserer Studierenden Werkstudenten sind. Ein eher kleinen Teil nimmt die Studierendenschaft der Vollzeitstudenten ein. Das heißt nicht, dass wir die schlecht unterstützen. Das heißt nur, dass das Programm aufgrund seiner blockorientierten Ausrichtung es vor allen Dingen für berufsbegleitende Studierende attraktiv macht. Für Vollzeitstudierende ist es das gleiche Programm. Das heißt also, auch die studieren blockorientiert. Und als Vollzeitstudent haben sie in der Art und Weise, wie wir die Module organisieren, wie wir sie zeitlich organisieren, den Vorteil, dass sie die Module besuchen können ohne zeitliche Kollision. Das heißt, sie sind als Vollzeitstudent durchaus in der Lage, das Studium in weniger als der Regelstudienzeit
zu absolvieren. Das wäre prinzipiell möglich und das ist der große Vorteil dieser Art der zeitlichen Organisation für Vollzeitstudierende. Wie Sie also sehen können, die Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit ist gegeben, aber auch gleichzeitig entscheidende Vorteile für Vollzeitstudierende. Ja, das ist hier nochmal gegenübergestellt. Es gibt so gewisse Features in dem Studium, die sehen Sie auf der linken Seite. Und hier auf der rechten Seite habe ich mal dargestellt, wie diese Features ein berufsbegleitendes Studium ermöglichen. Eines der wichtigsten Features, was Sie auch an unserer Vorlesungsorganisation im Kalender erkennen können, ist, dass alle Module aller Fachsemester in jedem Semester angeboten werden. Das bedeutet also quasi, dass wenn Sie sich frei entscheiden wollen, welche Module Sie studieren, dann haben Sie den großen Vorteil, dass Sie quasi, wenn Sie mal ein Modul in diesem Semester nicht studieren wollen, im nächsten Semester wiederum alle Module angeboten bekommen. Das ermöglicht Ihnen eine freie Wahl der Modulreihenfolge. Das heißt also, Sie studieren die Module nach aktueller, persönlicher oder beruflicher Situation. Und zwar jederzeit in jedem Semester. Sie können Ihr Studium, ist ja Regelstudienzeit 3 Semester, können Sie bis zu 6 Semester ausdehnen, ohne besondere Begründungen. Das bedeutet also auch, wenn es jetzt in Ihrem Berufsalltag oder in Ihrer persönlichen Situation zu Veränderungen kommt, die nicht vorherzusehen waren, dann müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie eventuell Ihre Studiendauer unmittelbar überziehen. Sie haben bis zu 6 Semester Zeit, ein Programm, was auf 3 Semester angelegt ist, erfolgreich zu absolvieren. Wir integrieren außerdem Fragestellungen aus dem Beruf in Projekte und in die Thesis. Und damit verschmelzen wir die Berufstätigkeit zum Teil mit dem Studium. Das heißt also, hier gibt es eine Überlappung von verschiedenen Aktivitäten, die Sie auf der einen Seite im Beruf durchführen, wie auch die Sie im Studium durchführen. Und das wiederum macht es möglich, ein anspruchsvolles Studienprogramm wie dieses berufsbegleitend zu studieren. Wir wissen, dass also aufgrund persönlicher Situation oder unternehmerischer Situation in einem Studium auch Planänderungen möglich sind. Deswegen ist keine unserer Veranstaltungen präsenzpflichtig. Sie müssen nicht an einer Veranstaltung teilnehmen. Sie können auch beispielsweise die zur Verfügung gestellten Online-Instrumente oder Vorlesungsaufzeichnungen nutzen, um erfolgreich dieses Studium zu absolvieren. Die Empfehlung ist natürlich klar, dass Sie mit anderen Studierenden in Präsenz und mit den Professoren zusammenarbeiten, denn dadurch erlangen Sie natürlich einen höheren Wert dieses Studiums. Unsere Prüfungen sind fast ausschließlich Teamarbeiten. Also so der klassische Klausurmodus, den findet man eigentlich kaum noch heute in Masterprogrammen. Und wir wollen diesen Modus auch pflegen, denn in einer Berufstätigkeit ist eigentlich die Teamarbeit das vorherrschende Zusammenarbeitsinstrument. Und diesen Alltag aus dem Berufsleben in das Studium mit zu übernehmen und dort wiederzuspiegeln, ist uns ein großes Anliegen, was halt hier ermöglicht, dass Sie so ein Studium durchführen können. Ganz zum Schluss noch ein paar Lehrinstrumente, die wir entwickelt haben, um Studierende im Beruf und Studierende in einer Situation wie zum Beispiel der aktuellen Corona-Situation bestmöglich zu unterstützen und damit für den Studienerfolg zu sorgen, sind die folgenden. Hier mal ein paar aufgezählt. Und zwar haben wir zu Vorlesungen vorlesungsspezifische Online-Quizze entwickelt. Und das ist auch kein Quiz des Professors, sondern auch hier wiederum haben Studierende diese Quizze entwickelt. Denn das sind ja eigentlich die Modulexperten. Das sind die Leute, die wirklich die erste Erfahrung aus dem Modul haben, die wissen, wie das Modul ankommt, die Inhalte gehört und gesehen haben und die wissen auch, wo es Schwierigkeiten beim Verständnis gibt. Und genau diese Schwierigkeiten können auch in diesen Online-Quizzen entsprechend abgebildet werden, sodass also auch der nächste Jahrgang der Studierenden von dieser Erfahrung nutznießen kann und damit der Erfolg oder die Erfolgschancen für das Studium massiv erhöht werden können. Viele Vorlesungsinhalte sind mittlerweile als Videos zur Verfügung, stehen als Videos zur Verfügung. Ich selber betreue eine ganze Reihe von Masterthesen beispielsweise, die sich nur damit beschäftigen, die Vorlesungsvideos, die ich alle aufgenommen habe, automatisiert mit Hilfe von KI-Methoden so aufzubereiten, dass ein individueller Lernpfad für unsere Studierenden geschaffen werden kann. Die Living Labs seien hier nochmal erwähnt als die Umgebungen, in denen unsere Studierenden hands-on die theoretischen Kenntnisse aus der Vorlesung praktisch erfahren und vertiefen können. Dazu halt das Smart Retail Lab, Smart Home Lab, das Smart Environment für die Lehre, also da, wo diese ganze Sensorplattform in den Vorlesungsräumen genutzt wird, um die Lehr- und Lernsituation zu verbessern, das Labor für digitale Transformation vom Herrn Hertwig, der also hier
digitale Service-Ökosysteme erforscht, wie auch das neue entstandene KI-Lab für Smart Office Spaces. Alle unsere Vorlesungstermine werden über den Google-Kalender kommuniziert, weil es einfach das Verfahren ist, was in alle Tools, die man heute im unternehmerischen Umfeld einsetzt, am einfachsten zu integrieren ist. Ein Student hat als Teil eines Studierendenprojekts einen Alexa-Skill dazu gebaut, wo sie also quasi zu Hause über Alexa direkt Vorlesungen abfragen können, wo sie fragen können, welche Vorlesung von welchem Prof als nächstes stattfindet, welche Vorlesung in welchem Semester als nächstes stattfindet. Also damit bringen wir also letzten Endes diese Studienorganisation direkt zu Ihnen nach Hause. Und es finden auch regelmäßige Online-Meetups oder auch in Präsenz dann hoffentlich bald wieder zwischen den Professoren und den Studis statt. Das ist ein Resultat zum Beispiel der Studi-Kommission. Da wurden einfach von Studis mal vorgeschlagen, ja, lasst uns doch mal einfach ein bisschen informeller mal miteinander treffen, mal austauschen. Und das Erste, was wir da hatten, das war vor knapp einem Jahr, so das erste Meeting, die Studierenden haben Kaffee gekocht, die Professoren haben für ein paar Häppchen gesorgt und dann hat man sich einfach gemütlich zusammengesetzt und einfach mal ein bisschen gequatscht, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, wo es Reibungspunkte gibt, aber auch mal über eher persönliche Dinge, Berufsaussichten, Zukunftsaussichten, ein bisschen so genetzwerkt, um halt auch in Erfahrung zu bringen, wie dieser ganze Bereich Digital Business sich vielleicht auch aus der verschiedenen Perspektive, einerseits der Berufswelt, die von den Studierenden eingebracht wird, andererseits aus der akademischen und Forschungswelt, die von den Professoren eingebracht wird, sich weiterentwickelt. Ja, ganz kurz noch zum Schluss zusammengefasst, und damit bin ich dann auch schon fertig, hier mal die entscheidenden Fakten zum Studienprogramm. Das Programm Digital Business Engineering ist ein konsekutives Masterprogramm mit dem Schwerpunkt Informatik. Wir sagen also, dass 70% unserer Modulinhalte Informatikinhalte sind und 30% der Modulinhalte wirtschaftswissenschaftliche Inhalte. Das qualifiziert dieses Programm in einem der innovativsten Bereiche der Wirtschaftsinformatik. Wir haben einen sehr, sehr hohen Praxisbezug, in dem Fragestellungen aus Unternehmen bei uns in Projekten oder Thesen bearbeitet werden können. Dabei dürfen auch Studierende Fragestellungen von ihrem Unternehmen hier mit einbringen. Die Inhalte werden außerdem immer gemeinsam mit den Praxispartnern zusammen angepasst. Bei uns können Sie experimentieren. Haben Sie innovative Ideen, die Sie beispielsweise in Ihren Unternehmen aufgrund von Bedenken, prozessualen Behörden und so weiter nicht durchführen können, dann kommen Sie zu uns. Bei uns können Sie Ideen auf kurzen Wegen, kurzen Prozessen experimentell ausprobieren. Wir sind keine Bedenkenträger. Wir stellen Ihnen anwendungsnahe Labore für Smart Retail, Smart Shop bis hin zu Smart City, eine neue Forschungsinitiative bei uns, zur Verfügung. Ihr Studium können Sie individuell gestalten. Sie haben eine freie Modulreihenfolge. Es gibt keine Präsenzpflicht und Sie können in Ihrer Geschwindigkeit einfach studieren. Möglich machen wir das durch blockorientierte Durchführung von Lehrveranstaltungen, um das Studienprogramm optimal mit einer Unternehmenstätigkeit zu verbinden. Große universitäre Partner wie die Uni Stuttgart unterstützen uns hierbei. Auch die bieten Blockveranstaltungen an in ganz besonderen Bereichen bei uns im Pflichtprogramm. Und die Uni Stuttgart ist vielleicht für den einen oder anderen ein zukünftiger Karrierepfad hinsichtlich einer Promotion. Und das alles, ne, jetzt sind wir in der Verkaufsshow, letzten Endes kosten Sie nur 180 € Semesterbeitrag. Das ist der Vorteil, wenn man halt ein konsekutives Masterprogramm der Hochschule Reutlingen ist. Und dazu, weil Sie ja bei uns dann in Böblingen sitzen, bekommen Sie dazu ein VVS-Ticket. Das heißt, das ist mit diesem Studierendenausweis verbunden und Sie können damit im VVS, also der Region Stuttgart, Böblingen und so weiter, fahren. Ja, damit bin ich dann auch schon mit meiner Vorstellung zu Ende und ich denke mal, was immer sehr vorteilhaft ist, ist, wenn nicht nur ich rede, sondern wenn der Wert des Studienprogramms auch mal von den Studierenden kommuniziert wird. Und wir haben heute zwei Studierende hier und die würde ich jetzt mal bitten, einfach so den Einblick aus ihrer Perspektive zu geben, was sie an dem Programm besonders reizt und was für sie den Wert darstellt. Bitteschön. Ja, danke, Herr Decker, für die Überleitung. Ja, mein Name ist Matthias Goritsch. Ich bin aktuell im zweiten Semester des Studiengangs Digital Business Engineering und hatte zuvor an der Hochschule Esslingen Wirtschaftsinformatik studiert. Vielleicht zu Beginn, wie bin ich überhaupt auf den Studiengang aufmerksam geworden? Also bei mir war das so, einfach über klassische Internetrecherche, über die Website der Hochschule Reutlingen bzw. vom HHZ mich erstmal informiert über den ganzen Studiengang. Und dann im Anschluss noch die Mastermesse besucht.
mit einem ehemaligen Kommilitonen, der heute aber auch wieder mein Kommilitone ist, weil wir wurden damals von den Studenten des Studiengangs auch überzeugt und haben uns dann auch für den Studiengang entschieden. Genau. Warum finde ich den Studiengang Digital Business Engineering gut? Also wie schon gesagt, gerade diese blockorientierten Vorlesungen lassen sich super mit einer Tätigkeit vereinbaren. Ich selber bin Werkstudent bei der Firma Stiel und arbeite ungefähr 20 Stunden die Woche. Und das funktioniert echt super. Dann ist das ganze Studium auch sehr gut planbar, da eben alle Termine im Vorfeld schon im HHZ-Kalender bereitgestellt werden, also schon ein, zwei Monate vor Vorlesungsbeginn. Dann ebenfalls ein Punkt, der schon angesprochen wurde, dass die Prüfungsleistungen, also als Projekte beziehungsweise Fallstudien und Ähnliches stattfinden und eben keine Klausuren sind. Also jeder kennt es vielleicht, das Bulimie-Lernen, das gibt es hier nicht. Also man kann hier wirklich in der Praxis was ausprobieren und nimmt das auch für die Zukunft mit. Und natürlich auch der Inhalt vom Studium ist sehr interessant. Also die ganzen aktuellen Trends zum Thema Digitalisierung, wie IoT, künstliche Intelligenz. Also meistens hat man davon mal was gehört, aber weiß vielleicht nicht ganz genau, um was es sich dabei handelt. Und genau das wird hier vermittelt, was da dahinter steckt. Was gibt es noch zu sagen? Vielleicht zu den Vorlesungen während der Corona-Krise. Die waren wirklich super organisiert. Die ganzen Termine wurden so wie geplant durchgeführt. Es gab kaum Verschiebungen. Ich glaube, ein Termin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber viele Hochschulen hatten ja auch da um mehrere Monate sogar die Vorlesung verschoben. Und das war eben hier nicht der Fall. Auch der Modus, wie die Vorlesungen durchgeführt worden sind, war sehr gut. Also wir haben das Ganze über Zoom gemacht. Und Zoom bietet ja die Möglichkeit von Breakout Rooms. Da konnte man dann auch sehr gut in Gruppen arbeiten. Es wurden genug Pausen gemacht. Genau, das war auch wirklich, wirklich hilfreich. Und zudem wurde auch Microsoft Teams dann den Studenten bereitgestellt. Auch wenn man dann nicht während der Vorlesung, sondern auch daheim dann zusammenarbeiten musste, konnte man hier eben zusammen in Dokumenten arbeiten, musste sich keine Dropbox anlegen und so weiter. Man kennt ja die ganze Prozedur. Und auch noch die Veranstaltung, wo vorhin angesprochen wurde, also gerade das Meetup mit den Profs. Ich hatte da auch mit das geplant. Und da kann man wirklich mit Problemen an die Professoren herantreten und dann wird auch aktiv nach einer Lösung der Probleme eben gesucht. Also Beispiel, da gab dieses Fach Distributed Systems, da muss man eben während des Semesters ein Projekt durchführen, muss eine Anwendung entwickeln und die ist relativ zeitaufwendig. Und letztes Semester war die Vorlesung, hat glaube ich nach ein, zwei Monate nach Vorlesungsbeginn erst begonnen, somit hatte man eben ein bisschen weniger Zeit und das war den Professoren so am Anfang gar nicht klar und da wurde aber direkt reagiert und man hat dieses Semester angepasst und direkt an den Anfang gelegt, somit dass für uns jetzt auch mehr Zeit beispielsweise für das Projekt war. Aber gibt es noch weitere Punkte, also das ist wirklich cool, dass man hier an die Professoren rangehen kann und dann auch nach einer Lösung eben gesucht wird. Genau, dann würde ich an den Andreas übergeben. Ja, super, vielen Dank. Mein Name ist Andreas Kohler. Ich bin im ersten Semester vom Studiengang Digital Business Engineering und habe meinen Bachelor auch an der Hochschule Reutlingen gemacht, aber im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen. Kurz zu meiner Motivation, warum ich mich für den Studiengang entschieden habe. Bei mir war es einfach so, ich habe während Corona gemerkt, dass die Digitalisierung immer schneller vorangeht und auch einfach in vielen Bereichen zum Einsatz kommt. Und dann kam noch zusätzlich dazu, dass ich mein Pre-Master-Programm bei der Firma Bosch gemacht habe und da ständig im Kontakt mit der Softwareentwicklung war. Deswegen war für mich auch klar, dass ich in die Richtung Wirtschaftsinformatik einfach gehen möchte, um mein Wissensspektrum nochmal zu erweitern. Wie schon gesagt, Bachelor auch in Reutlingen gemacht. Da habe ich nur gute Erfahrungen gesammelt. Und dann kommt noch dazu der Standort Böbling. Der ist für mich deutlich besser zu erreichen als Reutlingen auch noch. Und ist nur wenige Kilometer von meinem Arbeitsplatz entfernt. Wie bin ich auf den Studiengang aufmerksam geworden? Das hat bei mir im vierten Semester vom Bachelor angefangen. Da habe ich während meinem Praktikum beim Daimler einen kennengelernt. Der hat auch den Studiengang parallel zu einer 20-Stunden-Werkstudententätigkeit ausgeübt, hat mir dann nur Positives darüber erzählt und dann habe ich mich im Web einfach mal schlau gemacht
Und zum Beispiel auf der Homepage von der Hochschule, aber auch auf der Homepage vom HHZ, ist der Studiengang dann sehr detailliert und auch attraktiv erklärt gewesen, sodass es mir die Entscheidung am Ende einfach gemacht hat. Warum finde ich den Studiengang am HHZ gut? Es ist einfach ein toller Mix aus wirtschaftswissenschaftlichen Fächern, die aber immer einen IT-Zusammenhang haben. Zum Beispiel im Fach Entrepreneurship geht es um IT-Startups und dann gibt es natürlich noch die IT-Fächer. Man hat viele Projekte und Gruppenaufgaben, wodurch man das Erlernte dann direkt in der Praxis anwenden kann. Hier mal noch möchte ich betonen, das zweisemestrige Projekt. Meine Gruppe zum Beispiel arbeitet da mit der Schwarz-IT zusammen. Das ist Kaufland, die Kaufland- und Lidl-Gruppe. Und da haben wir ein Thema aus dem Bereich UCC und IoT, also sehr spannend. Insgesamt lässt sich da festhalten, mir macht super viel Spaß und ich kann das Studium auch nur weiterempfehlen. Sehr coole Kommilitonen und auch mit den Professoren ist es die Zusammenarbeit super. Zum Thema Blog-Vorlesung. Wenn man eine Vorlesung hat, dann, wie schon gesagt, immer den ganzen Tag, dafür aber in wenigen Tagen, sodass man während dem Studium auch noch gut die Möglichkeit hat, parallel zu arbeiten. Ich selber bin Werkstudent, aber es gibt bei uns im Semester auch noch viele, die sogar Vollzeit arbeiten. Das ist also möglich. Diesen November zum Beispiel hatte ich 5 Vorlesungstage, sagen wir so. War für mich optimal, um jetzt auch Arbeit Stunden aufzubauen und dann noch nebenher an den Projekten und Gruppenaufgaben weiterzuarbeiten. Was kann ich noch zum Studiengang sagen? Ja, die Umstellung auf die Online-Vorlesung hat super funktioniert und die Professoren sind auch immer bemüht, dass man trotzdem die Vorlesung interaktiv gestaltet. Dafür werden dann relativ coole Tools verwendet, die ich davor auch noch nicht gekannt habe, wie zum Beispiel Mural. Dann gibt es immer spannende Gruppenaufgaben, die man Breakout-Rooms gelöst werden müssen. Und somit ist das Ganze dann interaktiv und macht auch Spaß. Dann noch zum Thema vielfältiger Support. Man wird eigentlich die ganze Zeit super unterstützt, sei es durch die Tutorials, die vorher angesprochen wurde, oder durch verschiedene Quizze, um nochmal das Thema der Vorlesung zu vertiefen. Das habe ich zum Beispiel jetzt vor diesem Termin noch gemacht. Das ist einfach eine super Möglichkeit, die uns hier dieser Studiengang bietet. Ja, dann noch zu dem Data Science Kurs. Das ist auch noch eine super Möglichkeit für jeden, um sein Wissen dann nochmal zu vertiefen. Ich bin da auch gerade dabei, den zu machen, habe jetzt, glaube ich, 60%. Genau, und wenn man auch keine Erfahrung hat, auch eine super Möglichkeit, um in Python einzusteigen und sich so auf das Studium vorzubereiten. Ja, und zu guter Letzt noch, wurde, glaube ich, noch nicht angesprochen, das Thema Auslandssemester, das habe ich im Bachelor gemacht an der Hochschule Reutlingen und das ist auch, soweit ich weiß, hier im Master möglich und die Hochschule Reutlingen hat da super Kontakte. Genau, danke. Ja, besten Dank. Den letzten Punkt hatte ich auch nicht angesprochen, aber da kann ich nochmal eine kleine Ergänzung dazu liefern. Die Professoren am HAZ haben natürlich Auslandskontakte in verschiedene Bereiche hinein. Zum Beispiel der Alex Roschmann, das ist der Sprecher des HAZ, hält so die Connection in Richtung Israel. Der Jürgen Münch, der hier angesprochen wurde, der unterrichtet das Fach Entrepreneurship. Der hat beispielsweise Kontakte nach Finnland. Der hat jetzt einen der Studierenden, der ist jetzt zurückgekommen, in Finnland an der Hochschule dort untergebracht oder an der Uni untergebracht, insbesondere in dem Bereich halt von Product Management, also für softwareintensive Produkte. Und da unterstützt natürlich auch die Hochschule Reutlingen auch nochmal diese Auslandsaufenthalte. Also wenn Sie da Interesse haben, dann sprechen Sie einfach die Professoren an, beziehungsweise auch kommen natürlich die entsprechenden Ansprechpartner und Verantwortlichen, die das von der Hochschule Reutlingen aus organisieren, kommen auch zu uns nach Böblingen und geben da separate Veranstaltungen, wo Sie da auch nochmal one-to-one mit den Verantwortlichen sprechen können, falls Sie Interesse an so einem Auslandsstudium hatten. Insgesamt muss ich auch sagen, unsere Studierenden sind da auch sehr rührig. Ich habe da auch mal eine Masterthesis betreut von einem Studierenden, der war, glaube ich, in Neuseeland und hat dort Masterthesis sich selber organisiert. Und es ist kein Problem, wenn man da vorher mal mit mir als dem Prüfungsbeauftragten spricht, wegen Modulanerkennung, Prüfungsleistungen und so weiter. Dann finden wir da einen Weg, wie wir die Leistungen, die im Ausland gemacht werden, auch für das Studium hier entsprechend anerkennen können. Gut, damit möchte ich auch abschließen von dem, was über das Studienprogramm gesagt wurde, von unserer Seite her und möchte umgekehrt jetzt einfach mal die Gelegenheit geben, für Sie Fragen zu stellen.
Ja, also die Fragen können Sie stellen, entweder einfach, indem Sie unsere Studierenden ansprechen. Sie können die Fragen im Chat stellen. Unsere Studierenden und der Yusuf halten da so ein bisschen das Auge drauf und können sie Ihnen da auch beantworten. Und demzufolge würde ich also die restliche Zeit hier dafür aufwenden, einfach mal das Wort an die Teilnehmer zu übergeben. Haben Sie Fragen? Ja, ja, hallo. Okay, nach Ihnen gerne. Okay, danke schön. Ich spreche dir mal mit Sein. Ich mache gerade meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik in Reutlingen und ich hatte eine Frage. Ich bin noch im alten StuPro, also das heißt, ich habe am Ende 180 ECTS und ich wollte fragen, wie das mit den Angleichsleistungen sind. Wann muss ich die erbringen? Also muss ich die im Masterstudium machen oder muss ich die im Bachelorstudium noch machen? Die Angleichungsleistungen müssen Sie im Masterstudium machen. Das heißt also, wenn Sie zugelassen werden und sich immatrikulieren, dann wird mit Ihnen ein Learning Agreement vereinbart. Das machen wir beide miteinander. Dann bin ich also quasi Ihr unmittelbarer Ansprechpartner. Und in diesem Learning Agreement wird ein oder mehrere Leistungen vereinbart im Umfang von 30 ECTS. Sie haben dann Zeit bis zum Beginn der Masterthesis, diese Leistungen zu erfüllen. Das heißt also, alle Module des Programms stehen Ihnen offen. Sie dürfen jedes Modul belegen, Sie dürfen jedes Modul prüfen lassen. Aber erst wenn Sie die Masterthesis beginnen wollen, müssen Sie die 30 ECTS aus den Angleichungsleistungen nachweisen. Ich weiß, das stellt auch immer für die Studierenden so eine Zusatzaufgabe dar. Deswegen definiere ich eigentlich die Angleichungsleistungen immer so, dass sie davon einen Nutzen in dem Studium selber haben. Ne? Sodass, ich meine, sie treten ja in ein Masterstudium ein und wollen aber nicht zurückschauen in ihren Bachelor, sondern ich betrachte diese Angleichungsleistungen eigentlich immer so, dass wir Leistungen miteinander vereinbaren, die für sie auch einen Wert in dem aktuellen Masterstudium haben. Eine der grundlegenden Leistungen, die ich dabei immer in ein solches Learning Agreement aufnehme, ist es diesen Data Science Kurs. Den kriegen ja alle Erstsemester und diejenigen, die eine Angleichungsleistung machen müssen, die kriegen da von mir zu diesem Data Science Kurs noch zwei Prüfungsaufgaben gestellt. Und das heißt, dass Sie diesen Data Science Kurs erstens bezahlt bekommen von uns. Das heißt, wenn Sie ihn erfolgreich machen, kriegen Sie dieses Zertifikat. Und wenn Sie die Angleichungsleistung machen, dann verstärken Sie oder vertiefen Sie Ihr Wissen da drin. Und das hilft Ihnen auch bei den anderen Modulen wie Distributed Systems oder AI gleichzeitig mit. Das heißt also, diese Angleichungsleistung ist keine Beschäftigung in dem Sinne, um diese 30 ECTS zu erbringen, sondern die soll einen wertmäßigen Beitrag für Ihr Studium auch leisten können. Alles klar, vielen Dank. So, dann würde ich gerne meine Frage stellen. Gerne. Und zwar vielleicht gerade an den Herrn Kohler. Und zwar, Sie haben ja gemeint, dass das circa 5 Tage jetzt im November waren, 5 Studientage. Und wir haben ja gehört, das Ganze ist blockweise organisiert. Ich kann mir darunter noch nicht so viel vorstellen. Also wie sieht denn bei Ihnen, wenn Sie sagen, so die 5 Tage, wie sieht es dann organisatorisch aus? Wie viele Vorlesungen haben Sie? Wann geht es da los? Das fängt dann immer morgen um 9 an und geht dann bis 17 Uhr. Wir hatten zum Beispiel 2 Tage das Fach Distributed System. Mhm. Das war dann quasi 2 Tage viel Theorie. Und aus der Theorie hat man dann quasi eine Aufgabe mitgenommen und die bearbeitet man dann zum Beispiel danach einfach über einen Monat oder so. Okay. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Also in der Regel sind es dann so 5 Tage plus minus im Monat, oder? Es können auch mehr sein, ja. Jetzt im Dezember sind es 7, glaube ich. Okay. Im Oktober waren es 10 oder nee, 8. So kann man sich, so kann man ungefähr planen. Okay, danke für die Info. Bitte. Da kann ich noch ein bisschen was hinzuaddieren, falls Sie mal irgendwie ein Gefühl kriegen wollen, wie diese Tage ausschauen, wie viel Aufwand das pro Monat ist. Mhm. Dann können Sie einfach mal auf die Webseite gehen. Auf die HHZ-Webseite, also vom Hermann-Hollerith-Zentrum, da gibt es eine Webseite zum Studiengang. Mhm. Und Sekunde, ich stoppe mal ganz kurz hier die Freigabe. Ich habe den Link bereits in unserem Zoom-Chat eingefügt. Ah ja, wunderbar, genau. Genau, da finden Sie den Google-Kalender und auch, wenn Sie auf der
Seite runterscrollen, finden Sie auch gleich mal den beispielhaften Vorlesungsplan zum ersten Fachsemester. Und da hat man dann auch ziemlich gut ein Gefühl, wie die Vorlesungen geplant sind innerhalb eines Semesters. Okay, danke schön. Genau, alles mal so beispielhaft. Ne? Können Sie sich mal anschauen, dann kriegen Sie so ein Gefühl, was das für einen Aufwand darstellt. Wie gesagt, vorhin wurde es ja auch gesagt, wir planen die Vorlesung auch immer mal aufgrund von Feedbacks der Studierenden, um zu schauen, passt es so mit der Arbeitsbelastung. Und dadurch kann das natürlich auch aufgrund saisonaler Sachen, Weihnachten und Neujahr stellen ja immer sehr lange Zeiten dar, wo mal auch keine Vorlesung stattfindet, kann sich so ein Termin oder so ein Terminplan auch verändern. Aber summa summarum geben diese Bilder eigentlich einen ganz guten Einblick. Okay. Gut, weitere Fragen? Auch gerne in den Chat. Die Studierenden gucken da drauf und schauen sich es an, ob sie das beantworten können. Was kann ich noch dazu sagen zu dem Studienprogramm? Ja, Bewerbungsschluss ist jetzt für das Sommersemester der 15. Januar. Bis dahin müssen Sie also die Bewerbungsunterlagen einreichen. Und vielleicht ein wichtiger Punkt bei den Bewerbungsunterlagen, mittlerweile ist es zwar bei fast allen der Fall, aber bitte achten Sie mal darauf, dass die Durchschnittsnote angegeben ist. Also entweder wenn Sie ein Zeugnis einreichen, da steht die Durchschnittsnote drauf. Wenn Sie ein Zeugnis noch nicht haben, dann reichen Sie Ihr Transcript of Records bei den Bewerbungsunterlagen ein. Und da achten Sie bitte drauf, dass auf dem Transcript of Records eine Durchschnittsnote angegeben ist. Das hat was damit zu tun, wie dann das Auswahlverfahren erfolgt. Alle Bewerber werden nach ihrer Durchschnittsnote gerankt. Das heißt also, die mit der besten Durchschnittsnote stehen oben in der Liste, die mit der schlechtesten Durchschnittsnote stehen ganz am Ende der Liste. Und dann wird gemäß der zur Verfügung stehenden Kapazität, werden die Studienplätze vergeben. Dadurch ist auch quasi der Notendurchschnitt, den man braucht, um am Studienprogramm teilzunehmen, von Semester zu Semester immer davon abhängig, welche Studierenden sich oder welche Interessenten sich da gerade bewerben und welche Noten die haben. Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass im Wintersemester der Notendurchschnitt meistens ein bisschen tougher ist. Da liegt er so um die 2, 0, 2, 1, 2, 2 herum. Im Sommersemester ist der Notendurchschnitt aus der Erfahrung, den man braucht, um zugelassen zu werden, so bei 2,5, 2,6. Es gibt einige Verfahren oder einige Situationen, die das nochmal, sage ich mal, nochmal verändern. Und zwar, wenn die Hochschule entscheidet, dass sie zu einer Bewerbungsphase ein Nachrückverfahren organisiert, dann kann es auch sein, dass dieser Notendurchschnitt, den ich eben gerade erzählt habe, dass der quasi aufgehoben wird, dass es gar keinen Notendurchschnitt mehr gibt, sondern dass die zur Verfügung stehenden Bewerber dann beispielsweise anhand von einem Platzkontingent noch zugewiesen werden. Das kann also auch sein. Also das sind sehr spezielle Situationen dann, aber so der Erfahrungswert, an dem kann man sich orientieren. Ne? Der hält recht gut, schätze ich mal, auch aus der persönlichen Betrachtung dieser Noten her. Okay. Für alle diejenigen, die jetzt vielleicht nochmal ganz kurz dazugekommen sind und dann nicht wissen, oh, was habe ich alles verpasst, für die gibt es nochmal eine Gelegenheit am Dienstag, am 24.11. um 18 Uhr, sich in eine Zoom-Session nochmal einzuklinken in den Infotag des Hermann-Hollerith-Zentrums. Und die Besonderheit ist, dass wir aus den Laboren und den Vorlesungsräumen streamen. Das heißt, dort werden Sie die Studierenden sehen. Da kriegen Sie mal einen echten Einblick, wie so die Vorlesungsräume bei uns ausschauen, wie die Labore ausschauen, was man da so machen kann. Und da stellen vor allen Dingen der Alexander Rossmann und ich stellen da die verschiedenen Studienprogramme vor. Der Alex Rossmann stellt das Programm Digital Business Management vor. Das hat eher mehr so den BWL-Fokus und ist ein Weiterbildungsprogramm. Und ich werde an dem Tag dann das Digital Business Engineering, so wie Sie es hier gesehen haben, vorstellen. Und das hat ja einen stärkeren IT-Fokus. Und das für Sie auch noch mal ein bisschen in die Beziehung setzen, wie dieses Programm am Hermann-Hollerith-Zentrum gelebt wird. Okay, gibt es zum Abschluss vielleicht von dem einen oder anderen noch Fragen? Haben Sie noch irgendwas auf der Zunge liegen? Gerne können Sie auch Fragen im Nachgang stellen. Also einfach
uns kontaktieren über die Webseite der Hochschule Reutlingen oder über die Webseite des Studiengangs am Hermann-Hollerith-Zentrum in Böblingen. Sprechen Sie mich da einfach an als Studiendekan, dann kann ich Ihnen sicherlich fachkundige Auskunft geben. Also da wirklich unkompliziert einfach eine E-Mail schreiben. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir für die heutige Veranstaltung auch zu Ende.